Wir wollen Sie auf einen Streifzug durch die verzweigte Welt der Fraktale führen. Der rote Faden des Films schlägt ebenso viele Haken wie ein klassisches Fraktal und kreist auch immer wieder um dasselbe Thema. Wir werden Sie mit zwei fundamentalen Ideen der fraktalen Geometrie bekannt machen. Selbstähnlichkeit und Chaos. Und mit zwei Personen, die diese Ideen wesentlich vorangetrieben haben. Benoit Mandelbrot und Ed Lorenz. Woher kommt das große Interesse an fraktaler Geometrie? Wahrscheinlich ist der Hauptgrund, dass sich die fraktale Geometrie mit Fragen beschäftigt, die schon vielen Menschen gekommen sind. Sie behandelt einen Aspekt der Natur, die jeder sehen kann, den aber niemand mit formalen Methoden behandeln konnte. Natürlich gibt es Aspekte in der Natur, die im herkömmlichen Sinn von geometrischer Art sind. Zum Beispiel ist der Mond rund, die Sonne auch. Die Planeten bewegen sich auf Kreis- oder Ellipsenbahnen um die Sonne. Das sind sehr einfache Formen, aber es sind Ausnahmen. Die meisten natürlichen Formen sind sehr kompliziert. Wie soll man eine Wolke beschreiben? Eine Wolke ist keine Kugel, sondern viel unregelmäßiger. Ein Berg ist kein Kegel. Ein Baum? Naja, ein Baumstamm hat ungefähr die Form eines Zylinders. Aber der Stamm ist nicht der ganze Baum. Es gibt also Strukturen in der Welt, die uns allen wohl vertraut sind. Aber diese Strukturen kommen in der Geometrie, die wir in der Schule gelernt haben, einfach nicht vor. Viele Menschen, ob Wissenschaftler oder Laien, hatten das Bedürfnis, diese Strukturen irgendwie zu verstehen, zu erfassen, darüber zu reden und sie zu beschreiben. Man suchte eine Sprache, in der man über Wolkenformen sprechen konnte. Wenn Sie etwas über die Form von Wolken, Bergen, Flüssen oder Blitzen sagen wollen, dann ist die Schulgeometrie einfach ungeeignet. Die Natur ist nicht ohne Vermittlung der Sprache zu verstehen. Und die fraktale Geometrie ist anscheinend die richtige Sprache, um die Komplexität vieler vertrauter Formen zu beschreiben. Dieser Blumenkohl. In erster Näherung ist er ungefähr rund. Aber jeder, der ihn sieht, wird sagen, ja, er ist rund. Aber er hat noch viel mehr Struktur. Wenn Sie sich ein Röschen dieses Blumenkohls ansehen, nur dieses eine Röschen, dann stellen Sie fest, dass er dem ganzen Blumenkohl sehr ähnlich sieht. Betrachten Sie beide Teile. Ein Teil sieht wie ein kleiner Blumenkohl aus, aber es ist keiner, sondern ein Stück eines Blumenkohls. Wenn man dieses kleine Teil weiter unterteilt, dann kommt wieder etwas heraus, was wie ein kleiner Blumenkohl aussieht. Der Blumenkohl hat also die Eigenschaft, dass jeder Teil so aussieht wie das Ganze. Wie nennt man diese Eigenschaft? Selbstähnlichkeit. Das Wort Selbstähnlichkeit ist selbsterklärend. Man braucht nicht zu erklären, was es bedeutet. Das Gebilde ist sich selbst ähnlich. Seine Teile sehen so aus wie das Ganze. Es ist höchst merkwürdig, dass das Wort Selbstähnlichkeit erst 25 Jahre alt ist. Ehe man die Idee der Selbstähnlichkeit hatte, gab es ein Bedürfnis nach diesem Begriff. Aber es gab kein Wort dafür, keine Sprache, um den Begriff zu beschreiben. Hat man erst einmal Wörter und eine Grammatik, das heißt Regeln, nach denen sich Wörter zusammensetzen lassen, so kann man Probleme erfassen, die man vorher nicht angehen konnte. Das Konzept der Selbstähnlichkeit ist ja im Allgemeinen gar nicht anwendbar, aber viel häufiger, als die meisten Wissenschaftler gedacht hätten. Und das ist der Grund für den Erfolg der fraktalen Geometrie. Die Vorstellung, dass ein Berg aus Steinen besteht und jeder Stein so etwas ist wie ein kleiner Berg, ist jedem Bergsteiger wohl vertraut. Of mountain climbing, in which the climber was amazed to find that the top of Matterhorn looked like a whole, like the Alps in miniature. Die Sprache der klassischen euklidischen Geometrie ist aus Elementen wie Punkt, Gerade und Kreis zusammengesetzt. Die Elemente der fraktalen Geometrie scheinen auf den ersten Blick komplizierter. Es sind mathematische Verfahrensvorschriften, Algorithmen,
die erst durch den Computer zur angemessenen Ausprägung gebracht werden. Selbstähnlichkeit ist eine der typischen Eigenschaften eines Fraktals, die durch seinen Algorithmus bestimmt werden. So verschiedene Dinge wie Küstenlinien und Wolken werden hier durch dasselbe mathematische Modell beschrieben. Nur die Farbgebung hat sich geändert. Jede Wolke ist anders. Man kann nicht vorhersagen, wo ein Blitz einschlagen, wohl aber, wie zackig er sein wird. Nicht, ob es morgen regnet, wohl aber, wie schnell im Durchschnitt die Wetteränderungen aufeinander folgen. Fraktale Geometrie ist die Wissenschaft von der Struktur, die selbst dem Unvorhersagbaren, der Turbulenz, dem Chaos noch innewohnt. Das Verhalten mathematischer Modelle des Wetters ist so unvorhersagbar wie das Wetter selbst. Diese verblüffende Erkenntnis verdanken wir Ed Lorenz. Sie hat in der wissenschaftlichen Welt unter dem Namen Schmetterlingseffekt Aufsehen erregt. Der Name Schmetterlingseffekt stammt aus einem Vortrag von mir mit dem Titel »Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?« Ich war zuvor unterwegs gewesen und jemand anders hatte den Titel eingesetzt. Ich selbst hätte wahrscheinlich eine Möwe statt eines Schmetterlings genommen, aber das ist egal. Die Frage war gar nicht so scherzhaft gemeint, wie sie klingt. Wenn ein Schmetterling einen Tornado verursachen kann, dann kann er genauso gut einen verhindern, der andernfalls ausgebrochen wäre. Das gilt für alle anderen Schmetterlinge auf der Welt und für jedes andere Lebewesen, besonders für die größeren, also auch für die Menschen. Die wirkliche Frage war, ob sehr kleine Einflüsse mit der Zeit große Wirkung zur Folge haben können. Offenbar wurde diese Frage wegen des Titels unter dem Namen Schmetterlingseffekt bekannt. Diese Unvorhersagbarkeit konnte Lorenz auf eine noch bedeutendere mathematische Entdeckung zurückführen. Der Lorenz-Attraktor widerspricht durch seine schiere Existenz etablierten Vorstellungen über das Langzeitverhalten dynamischer Systeme. Wie entdeckte Lorenz den Lorenz-Attraktor? Das alles begann etwa 1956. Es wurden einige neue Wettervorhersagemethoden angepriesen, die angeblich die besten waren, die es gab. Ich glaubte das nicht. Ich beschloss, ein kleines System von Gleichungen zur Simulierung der Atmosphäre aufzustellen, sie mithilfe von Computern zu lösen, die damals gerade aufkamen, und die Ergebnisse der Simulation so zu behandeln, als seien es echte Wetterbeobachtungen. Ich wollte dann sehen, ob die vorgeschlagenen Methoden sich darauf anwenden ließen. Ich fand schließlich ein System von 12 Gleichungen, das alles tat, was ich wollte. Und ich fand heraus, dass die vorgeschlagenen Methoden bei meinen Daten nicht allzu gut funktionierten. Im Zuge dieser Forschungen wollte ich einige der Lösungen genauer untersuchen. Ich hatte einen kleinen Rechner in meinem Büro und in den gab ich einige Zwischenwerte, die der Computer ausgedruckt hatte, als neue Anfangsbedingungen für eine neue Rechnung ein. Dann verließ ich mein Zimmer für eine Weile. Als ich wiederkam, sah ich, dass die Lösung anders aussah als vorher. Zuerst vermutete ich einen Programmfehler. Aber bald fand ich den wahren Grund. Ich hatte nicht genau dieselben Zahlen eingegeben, die der Computer zuvor ausgedruckt hatte, sondern gerundete. Diese kleine Differenz zwischen 6-stelligen Zahlen und den auf 3 Stellen gerundeten war im Verlauf von 2 Monaten simulierten Wetters so groß geworden wie die Werte selbst. Für mich bedeutete das, wenn sich die wirkliche Atmosphäre so verhalten würde wie mein Modell, dann könnten wir überhaupt keine Wettervorhersage über 2 Monate treffen. Selbst kleinste Messfehler würden sich zu sehr auswirken. Warum rüttelte diese Erkenntnis am etablierten Weltbild? Gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass wir die Naturgesetze, die das Verhalten eines physikalischen Systems bestimmen, genau kennen, wie zum Beispiel für ein einfaches Pendel.
Naturgesetze drücken sich mathematisch durch Formeln aus. Wenn man jetzt noch den Zustand des Systems zu irgendeinem Anfangspunkt genau kennt, dann kann man die Entwicklung im Prinzip für jeden Zeitpunkt in der Zukunft berechnen. Dies gilt zunächst genauso für das von Lorenz untersuchte Wettermodell. Wenn man den Zustand des Systems, also Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchte und so weiter, zum Anfangszeitpunkt ungefähr kennt, sollte man die Entwicklung des Wetters für die Zukunft ungefähr berechnen können. Das, so glaubten die Naturwissenschaftler, sei die Regel. Das Lorenz-Experiment stellt diese fundamentale Vorstellung in Frage. Wir spulen das System auf einen Anfangszustand zurück. Bereits nach einer minimalen Änderung der Anfangswerte, durch Rundung wie bei Lorenz oder den Flügelschlag eines Schmetterlings, entwickelt sich das Modell so fundamental anders, dass jede Prognose sich als unbrauchbar erweist. Denn kleine Störungen oder Messfehler sind nie vermeidbar. Wie in einem Goldrausch entdeckten die Naturwissenschaftler, dass das Chaos nicht Ausnahme, sondern typische Erscheinung der Natur ist. Es ist in vergangenen Jahrhunderten nur übersehen worden, weil eine geeignete Sprache fehlte. Die Wissenschaft stand sprachlos vor einem Phänomen, das sich schon in ganz einfachen Systemen findet. Das folgende Experiment zeigt das Zusammenspiel von Chaos und Fraktalen. Eine Eisenkugel pendelt an einem Faden unter dem Einfluss der Schwerkraft und der Anziehungskraft von drei Magneten. Wenn man die Kugel an irgendeine Anfangsposition bringt und dann dem Pendel freien Lauf lässt, so kommt es schließlich über einem der Magneten zum Stillstand. Aber über welchem? Das hängt nur von der Anfangsposition ab. Jeder Magnet zieht die Kugeln an sich, die in seiner unmittelbaren Umgebung gestartet werden, aber auch solche, deren Startpunkt weit entfernt liegt. Die Situation ist kompliziert und mit den Mitteln des Experiments nur äußerst mühsam zu erfassen. Hier hilft die Computersimulation. Wir markieren den Punkt, an dem die Kugel startet, mit der Farbe des Magneten, über dem sie zur Ruhe kommt. Das tun wir, um einen systematischen Überblick zu gewinnen für eine Folge von Punkten, die gleichmäßig über die Ebene gelegt werden. Die gefärbten Quadrate repräsentieren nur ihre Mittelpunkte. Man kann diese grobe Struktur verfeinern, indem man ein dichteres Netz von Probierpunkten verwendet.
Dann ein noch dichteres Netz. Und ein noch dichteres. Die Farben sind zu einer höchst komplexen Struktur verrührt. Wie kann man dieses Bild verstehen? In manchen Gegenden ist alles klar. Alle Kugeln, die innerhalb eines großen blauen Gebiets starten, landen auf dem blauen Magneten. Von hier aus landet die Kugel auf dem roten Magneten. Von einer nur geringfügig anderen Stelle aus auf dem gelben. Und von einer dazwischenliegenden Stelle aus auf den blauen. Die Magnete scheinen bis ins kleinste Detail um die Kugeln zu konkurrieren. Eine Prognose über das Verhalten der Kugel ist dort nahezu hoffnungslos. Hier findet sich das Chaos in Reinkultur. Alle gelb gefärbten Punkte bilden zusammen das Reich des gelben Magneten, ein wild zerfasertes Gebilde mit fraktalen Eigenschaften, das die Mathematiker Attraktionsgebiet nennen. Eine Kugel, die irgendwo in diesem Attraktionsgebiet startet, landet am Ende auf dem gelben Magneten. Je länger sie dafür braucht, umso dunkler ist das entsprechende Teilgebiet eingefärbt. Von hier aus geht es ganz schnell und dann immer langsamer. Die Gestalt der Attraktionsgebiete kann sich noch erheblich ändern, wenn man die Versuchsbedingungen verändert. Die Länge des Fadens, die Stärke der Magneten oder die Schwerkraft. Größen, die Mathematiker Parameter nennen. In dieser Computersimulation lässt sich mühelos die Schwerkraft auf die des Mondes absenken, wobei sich die Strukturen nach und nach entflechten und wieder auf die der Erde anheben. In jedem Fall beobachten wir jedoch ein merkwürdiges Phänomen. Überall, wo zwei Farben aufeinandertreffen, scheint sich ein schmaler Streifen der dritten dazwischen zu schieben. Das gilt, soweit wir es überhaupt nachprüfen können, bis in die kleinsten Verästelungen. Darf man dieser Beobachtung trauen? Kann es eine so unendlich zerfaserte Grenzlinie überhaupt geben? Die Antwort ist ja. Der deutsche Mathematiker Georg Cantor hat 1882 ein solches Gebilde mathematisch beschrieben und damit insbesondere gezeigt, dass die Vorstellung einer unendlich zerfaserten Grenze, auch wenn sie uns sehr schwer fällt, korrekt und widerspruchsfrei ist. Dieses erste mathematische Fraktal der Geschichte trägt heute den Namen Cantor-Menge. Wo zwei sich streiten, freut sich die dritte. Dieses Phänomen formt sich in vielen Variationen aus. Der berühmte britische Mathematiker Isaac Newton formulierte ein Verfahren zur Lösung von Gleichungssystemen, das seither für das wissenschaftliche Rechnen grundlegend ist, das Newton-Verfahren. Der geniale Trick des Verfahrens besteht darin, jede der unbekannten Lösungen des Problems mit einer Anziehungskraft auszustatten, die der eines Magneten vergleichbar ist. Wenn es mehrere Lösungen gibt, entsteht, wie in diesem Beispiel, Konkurrenz unter ihren Attraktionsgebieten. Wieder schiebt sich zwischen je zwei Farben die dritte. Aber diesmal sind die entstehenden Grenzen so unvorstellbar verkrumpelt, dass jeder Punkt der Grenze ein Dreiländereck ist. Diese unglaubliche Eigenschaft wollen wir uns in der Vergrößerung näher ansehen. Die Verkrumpelung sieht in jedem Maßstab ungefähr gleich aus, eine Art von Selbstähnlichkeit.
Wie kann man verkrumpelte Grenzen besser verstehen? Wie groß ist die Oberfläche der Arterien innerhalb der Niere? Eine für die physiologische Funktion der Niere entscheidende Größe? Vielleicht gibt es auf diese Frage keine gute Antwort. Mandelbrot hat mit der provozierenden Frage, wie lang ist die britische Küste, dieses Problem ins Bewusstsein gerückt. Die Länge einer glatten Kurve kann man mit beliebiger Genauigkeit bestimmen, indem man sie mit einem genügend kurzen, geraden Maßstab ausmisst. Versuchen wir das an der britischen Küste. Unser erster Maßstab ist 200 Kilometer lang. 13 dieser Maßstäbe genügen, um die Küste Großbritanniens auszumessen. Heißt das, dass die Küste ungefähr 2600 Kilometer lang ist? Die Messung ist noch sehr ungenau. Nehmen wir Maßstäbe mit 100 Kilometer Länge. Wir brauchen 38 Stück, was 3800 Kilometern entspricht. Wenn wir die Länge des Maßstabs nochmals ungefähr halbieren, dann steigt die Anzahl der Maßstäbe nicht auf das Doppelte, wie man für eine glatte Kurve erwarten würde, sondern etwa auf das Dreifache. Wieder halbieren wir die Länge der Maßstäbe und ihre Anzahl verdreifacht sich. Die gemessene Länge ist auf 8640 Kilometer angewachsen und es ist kein Ende abzusehen. Immer noch sind zahlreiche Buchten und Halbinseln unberücksichtigt geblieben. Wie lang ist nun die britische Küste? Es gibt keine vernünftige Antwort auf diese Frage. Aber es ist nicht alles verloren. Man kann die Zerklüftetheit der britischen Küste durch eine Zahl charakterisieren. Die abstrakten mathematischen Grundlagen dazu hat der deutsche Mathematiker Felix Hausdorff 1919 gelegt. Das Verhältnis der Logarithmen, gebildet aus der Anzahl der Maßstäbe und dem Kehrwert der Maßstabslänge, ist ungefähr konstant. Für die britische Küste ist das Ergebnis 1,58, für die erheblich zerklüftetere norwegische Küste ungefähr 1,7. Die Zahl ist nicht ganzzahlig, hat aber gewisse Eigenschaften einer Dimension. Daher hat Mandelbrot den Namen fraktale Dimension dafür geprägt. Das war zunächst ein rein mathematischer Begriff, ganz abstrakt. Aber es stellte sich heraus, dass dies das richtige Maß war. Man kann die fraktale Dimension von Bergen ausrechnen. Und wenn man die Berge nach ihrer Dimension auf einer Skala anordnet, dann passt das zu unserer Vorstellung von Zerklüftung. Links sind die leicht gewellten Hügel, rechts die zerklüfteten Berge. Die glatten haben eine kleine Dimension und die rauen eine große. Die Idee der fraktalen Dimension ist in dieser Hinsicht sehr tragfähig. Der Begriff der fraktalen Dimension kommt am klarsten zum Ausdruck in Fraktalen, die im strengen mathematischen Sinne selbstähnlich sind, wie der Kochschen Schneeflockenkurve. Versuchen wir doch einmal, ihre Länge mit verschiedenen Maßstäben zu messen. In dem ersten Versuch benutzen wir Maßstäbe, die dreimal so klein sind wie der große Referenzmaßstab. Wir können genau vier dieser Maßstäbe anlegen. Nun wiederholen wir den Versuch mit einem Maßstab, der wieder dreimal so klein ist, also neunmal kleiner als der große Referenzmaßstab. Jetzt können wir 16 dieser Maßstäbe anlegen. Wiederholt man die Messung mit immer kleineren Maßstäben, so wächst die jeweils resultierende Gesamtlänge zwar unaufhörlich, aber das Verhältnis der Logarithmen, gebildet aus der Anzahl der Maßstäbe und des Kehrwertes der Maßstabslänge, ist bei jedem Versuch dasselbe. Es berechnet sich zu Logarithmus 4 dividiert durch Logarithmus 3. Diese Zahl ist tatsächlich die fraktale Dimension und liegt ungefähr bei 1,26. Die Dimension liegt zwischen 1 und 2, weil die Kochkurve mehr Platz beansprucht als eine gewöhnliche glatte Kurve, der man die Dimension 1 zuschreibt, und weniger als die zweidimensionale Ebene. Es gibt auch ein Gebilde, das noch weniger Platz beansprucht als eine Kurve. Wir ziehen es auseinander, damit man es besser sehen kann.
Es entsteht dadurch, dass man aus einem Intervall das mittlere Drittel herausnimmt, aus den verbleibenden Teilstücken wieder jeweils das mittlere Drittel und das unendlich oft. Das ist die Cantor-Menge. Ein ganz ähnlicher Prozess erzeugt Gebiete, die in der gleichen Weise unendlichfach aufgefasert sind, wie die Attraktionsgebiete der drei Magnete. Eine entscheidende Bedeutung hatte das Modell der Cantor-Menge für das mathematische Verständnis des Lorentz-Attraktors, jenes mathematischen Gebildes, das Lorentz 1962 während seiner Wettersimulationsexperimente entdeckte und das seither den Mathematikern und Naturwissenschaftlern gewaltiges Kopfzerbrechen bereitete. Objekte dieser Art sind inzwischen klassische Beispiele für die mathematische Beschreibung des Chaos. Die Definition des Lorentz-Attraktors ist zunächst gar nicht sensationell. Es ist die Menge aller Wetterzustände, die das System nach längerer Zeit einnehmen kann, wenn der Anfangszustand keine Rolle mehr spielt. Man hätte nicht gedacht, dass diese Menge aus unendlich vielen, unendlich dünnen Schichten besteht. Die fraktale Struktur des Attraktors wurde schon von Lorentz erkannt. Seine fraktale Dimension ist nur wenig größer als 2. Um ein Haar hätte Lorentz ihn schlicht übersehen. Den Attraktor selbst oder zumindest seine besondere Struktur hätte ich leicht übersehen können. Ich wollte herausfinden, wie der Attraktor eigentlich aussah. Ich dachte, es wäre vielleicht eine gekrümmte Fläche im dreidimensionalen Raum oder so etwas Ähnliches. Als ich immer mehr Punkte in mein Diagramm eintrug, schien es, als wären es zwei Flächen, die ineinander übergehen. Aber dann bemerkte ich, dass eine Linie auf der einen Fläche niemals in eine Linie auf der anderen Fläche übergehen konnte. Ich dachte dann, die Flächen würden wie Finger ineinander greifen. Aber schließlich überzeugte ich mich davon, dass nichts davon zutraf. Und wo es so aussah, da schien es eben nur so. Wenn man einer Kurve auf einer der Flächen folgte, bis zu der Stelle, wo die Flächen zusammenzutreffen schienen, da waren es auf einmal 2 Kurven. Nach der nächsten Runde waren es 4 und dann 8 und so weiter. Der Attraktor bestand also aus unendlich vielen Flächen. Die meisten davon lagen so dicht beieinander, dass man nur 2 erkennen konnte, wenn man nicht sehr viele Dezimalstellen der ausgedruckten Zahlen in Betracht zog. Genau das ist gemeint, wenn von fraktaler Struktur die Rede ist. Wenn Sie 2 Flächen haben und sich jede davon detailliert betrachten, sehen Sie, dass jede der beiden Flächen eigentlich aus 2 besteht. Und wenn Sie sich diese beiden wieder ganz genau betrachten, dann stellen Sie fest, dass jede wiederum aus 2 besteht und so weiter. Man nennt so etwas manchmal Selbstähnlichkeit. Solche Gebilde passten zunächst nicht zur herrschenden wissenschaftlichen Mode. Die Mathematik dieses Jahrhunderts war es gewöhnt, den aus sich selbst erwachsenen Fragestellungen zu folgen. Die Geometrie wurde zugunsten der Algebra verdrängt. Die Fragestellung, die aus dem Lorentzschen Experiment erwuchs, kam von außerhalb der Mathematik, war geometrisch motiviert und fand zunächst keine brauchbare Antwort. Im 20. Jahrhundert wurde die Geometrie in einem gewissen Sinn immer schwächer. Dagegen zeigte sich immer mehr die Stärke algebraischer Methoden. Und von den jungen Menschen, die zur Mathematik kamen, wurden jene unterstützt, die eigentlich Algebraiker waren. Geometern wurde wenig Mut gemacht. Ich glaube, der Hauptgrund für die Irritation der meisten Mathematiker in Bezug auf die fraktale Geometrie liegt im Persönlichen. Ich beispielsweise gehe über Poincaré hinaus, weil ich die meisten meiner Vermutungen nicht beweisen kann. I go well beyond Poincaré in being quite unable to prove
Ich schaue auf die Bilder und stelle viele schöne Fragen, schwierige Fragen, deren Beantwortung einen enormen technischen Aufwand und viel mehr Geschick erfordern, als ich habe. Ich kann sie nicht beantworten und fühle mich trotzdem nicht minderwertig gegenüber jemandem, der sie beantwortet, aber von sich aus nie gestellt hätte. Wir brauchen uns gegenseitig. Aber das steht im Gegensatz zu diesem Wunsch der Mathematiker, sich vom Rest der Welt abzusetzen. Desire mathematicians of becoming separate from the rest of humanity. Lorenz ist von dieser Abspaltung verschont worden. Er selbst ist Meteorologe. Einer seiner bedeutendsten Lehrer war Mathematiker. Well, I was very much influenced by some of the mathematics. Ich wurde von einigen Lehrern sehr beeinflusst, insbesondere von George Birkhoff in Harvard, der mein Betreuer während des Hauptstudiums in Mathematik war. Man kann ihn als einen der führenden Köpfe der Chaos-Theorie ansehen, oder zumindest der Theorie der dynamischen Systeme, zu der die Chaos-Theorie gehört. Die Forschungen, die ich mit ihm zusammen machte, hatten damit nichts zu tun. Die Art, wie er dachte, wie er Schlüsse zog, das hat mich am meisten beeinflusst. Von ihm habe ich auch gelernt, was einen strengen mathematischen Beweis ausmacht, was mathematische Strenge ist und warum man sie in manchen Situationen braucht. Ich glaube also, dass er mich sehr beeinflusst hat. Auch Mandelbrot wurde von einer großen Mathematikerpersönlichkeit beeinflusst. Wer hat sie am meisten beeinflusst? Ich würde sagen, mein Onkel. Als ich ein Kind war, wurde der jüngere Bruder meines Vaters Mathematikprofessor am Collège de France. Das ist eine der begehrtesten Positionen im französischen Bildungssystem. Ich verstehe mich sehr gut mit meiner Familie und das Beispiel meines Onkels stand mir immer vor Augen. Dass man Mathematiker von Beruf und dabei sehr glücklich sein kann, diese direkte Erfahrung fehlt den meisten Studenten. Er war also für mich ein Vorbild. Es stellte sich aber heraus, dass mein Onkel einen völlig anderen mathematischen Geschmack hatte als ich. Er war einer der führenden Köpfe in der klassischen komplexen Analysis und interessierte sich überhaupt nicht für Geometrie. Als ich ihm sagte, dass mein Denken eher geometrisch war und dass ich auf diesem Gebiet arbeiten wolle, da entgegnete er, das sei gut für Kinder und ich müsste diese Phase überwinden. Als ernsthafter Mathematiker müsste ich die Geometrie vergessen. So entfernten wir uns zusehends. Aber bevor alles zu spät war, versuchte er mich zu erziehen und gab mir unter anderem die Arbeiten von Fatou und Julia zu lesen. Ausgerechnet das trug dazu bei, dass ich beschloss, kein solcher Mathematiker zu werden, denn für mein Empfinden trieben Fatou und Julia die Mathematik geradezu übertrieben in einer Art und Weise, die ich nicht ausstehen konnte. Mandelbrots Abneigung galt einer 200 Seiten langen Arbeit des Mathematikers Gaston Julia, die so überragend war, dass sie nicht nur mit einem Preis gekrönt wurde und ihren Autor weltberühmt machte, sondern auch lange Zeit ihr niemand etwas hinzuzufügen hatte. Julia schrieb sie 1918, während er sich im Lazarett von schweren Kriegsverletzungen erholte. Erst ihr einstiger Verächter Mandelbrot hat durch seine Visualisierungen und Vermutungen Ende der 70er Jahre wesentlich neue Beiträge angeregt. Die Objekte dieser Untersuchungen werden heute Julia-Mengen genannt. Eigentlich müsste man Julia-Mengen sagen. Eine spezielle Julia-Menge haben wir bereits kennengelernt. Die verkrumpelten Grenzen der Attraktionsgebiete des Newton-Verfahrens sind nämlich Julia-Mengen. Ein noch einfacheres Modell, das die mathematische Theorie in den letzten Jahren außergewöhnlich belebt hat, arbeitet sogar mit nur zwei Kräften. Eine von ihnen beherrscht alle Punkte in dem zentralen Gebiet, das hier blau gefärbt ist. Die zweite Kraft treibt alle anderen Punkte weit nach draußen. Die verkrumpelte Grenze, die sich in diesem Wettbewerb wie eine Wasserscheide einstellt, ist die Julia-Menge am Rand des blauen Gebiets.
Auch hier gibt es Parameter, die man verändern kann. Die Konkurrenzsituation und die Julia-Menge ändern sich mit. Eine verwirrende Vielfalt zusammenhängender, zu Staub zerfallender und wieder zusammenwachsender Gebilde tut sich auf. Wie kann man diese Vielfalt überblicken und in eine Ordnung bringen? Schon Julia und Fatou wussten, dass es nur darauf ankommt, zwei sehr grobe Arten von Julia-Mengen zu unterscheiden. Dazu werden für jede Julia-Menge die Werte der zugehörigen Parameter als Punkte in ein Koordinatensystem eingetragen. Mandelbrot folgend werden wir nun die zwei Arten von Julia-Mengen durch verschiedene Farben kennzeichnen. In einem ersten Versuch verbinden wir zunächst unsere exemplarischen Parameterpunkte durch irgendeinen Weg und beobachten, wie sich die Konkurrenzsituation an der Julia-Menge verändert. Je nachdem, ob das blaue Gebiet, das die Julia-Menge begrenzt, ausgefüllt oder in sich zusammengefallen ist, färben wir die Parameterpunkte auf dem Weg blau oder grau. Die Mathematiker haben herausgefunden, dass man für diese Entscheidung nur beobachten muss, welche der beiden Kräfte den markierten Punkt in dem zentralen Kreis beherrscht. Also, ob dieser Punkt blau ist oder nicht. Damit haben wir das endgültige Experiment von Mandelbrot vorbereitet. Statt des exemplarischen Weges kann man genauso alle Punkte der Parameterebene untersuchen und einfärben. So entsteht das wohl spektakulärste Bild der neueren experimentellen Mathematik, die Mandelbrotmenge. Auf dem hier hellblau gefärbten, herzförmigen Hauptkörper sitzen unendlich viele Knospen, die ihrerseits wieder Knospen und haarfeine Ausläufer tragen. Wir fahren den Rand des Hauptkörpers entlang, zunächst auf der Innenseite. Das zugehörige Attraktionsgebiet verändert sich erheblich, bleibt jedoch immer ausgefüllt und aus einem Stück. Ein wenig außerhalb des Hauptkörpers sieht das Attraktionsgebiet ganz anders aus. Ein zweiter Weg verläuft ein kleines Stück außerhalb des ersten. Zum Vergleich wiederholen wir im linken oberen Fenster die Bilder des ersten Weges. Die Bilder des zweiten Weges haben eine gewisse Ähnlichkeit mit denen des ersten, wenngleich auf dem zweiten Weg das Attraktionsgebiet immer dann in sich zusammenfällt, wenn der Weg die Mandelbrotmenge verlässt.
Erst vor 10 Jahren führte Mandelbrot das entscheidende Experiment durch, das die später sogenannte Mandelbrotmenge hervorbrachte. Ich hätte nie gedacht, dass etwas Interessantes dabei herauskommen würde. Aber es war den Versuch wert. Ich hatte nur einen kleinen Computer und die Rechnung war einfach. Das Experiment für die Menge M war also sehr einfach zu machen. Und wir erhielten sofort diese unglaublichen Bilder. Sie waren so unglaublich, einfach weil sie so schmutzig aussahen. Lauter schwarze Kleckse. Einige Kleckse sahen wie richtige Kleckse aus. Andere aber waren überraschend symmetrisch. Man konnte also wieder Ordnung in der Unordnung sehen, und zwar trotz dieser schlechten Computergrafik. Da hatte ich die Idee, mir Ausschnitte vergrößert anzusehen, näher hinzusehen, indem ich die Konstruktion auf einem kleineren Grundgebiet wiederholte. Das macht man heute überall. Hier haben wir die Mandelbrotmenge etwas anders gefärbt. Und die Farben im äußeren Bereich sind das Ergebnis von diffizilen Experimenten, in denen der Abstand eines Punktes von der Mandelbrotmenge gemessen wird. Konturen gleicher Farbe identifizieren Punkte von gleichem Abstand. Der aktuelle Vergrößerungsfaktor in dieser Zoomfahrt kann jeweils oben rechts im Bild abgelesen werden. Nicht nur die Computergrafik hat in den letzten 10 Jahren enorme Fortschritte gemacht, sondern auch unsere Kenntnisse von der Mandelbrotmenge. Eine faszinierende Eigenschaft ist die Ähnlichkeit von Mandelbrot- und Julia-Mengen im ganz Kleinen. Dies soll an einer Ausschnittvergrößerung der Mandelbrotmenge demonstriert werden. Dieses Bild sieht fast genauso aus, ist aber ein Ausschnitt aus einer ganz bestimmten Julia-Menge. Nimmt man die Vergrößerung zurück, wird die Verschiedenheit bei der Mengen offensichtlich. Die Bildfolge läuft jetzt zurück. Das heißt, beide Objekte erscheinen wieder unter fortgesetzter Vergrößerung. In gewissem Sinne ist die wesentliche Struktur dieser Julia-Menge also in äußerst komprimierter Form bereits in der Mandelbrotmenge enthalten. Das ist kein Einzelfall. An einem beliebigen Punkt des Randes der Mandelbrotmenge findet sich unter starker Vergrößerung eine Struktur, die der zugehörigen Julia-Menge gleicht. Diese ist zum Vergleich im Bildfenster zu sehen. Die Mandelbrotmenge ist gewissermaßen ein grafisches Inhaltsverzeichnis aller Julia-Mengen.
Ein Punkt der Mandelbrotmenge bestimmt nicht nur einen Parameter des Experiments, seine Umgebung zeigt uns sogar bereits ein Bild des Ergebnisses. Ein weiteres Beispiel zeigt dagegen einen Punkt mit abweichendem Verhalten. Hier ist die Ähnlichkeit nur vorübergehender Natur. Damit sind wir bereits an den gegenwärtigen Grenzen des mathematischen Verständnisses der Mandelbrotmenge angelangt. Wissenschaft und Kunst haben etwas gemeinsam. Sie suchen beide nach Symmetrien, und zwar in einem sehr allgemeinen Sinn. Die Symmetrie zwischen einer Person und ihrem Spiegelbild ist nur ein sehr elementares Beispiel. Im ursprünglichen Sinne der Griechen war Symmetrie eine Harmonie, eine Balance zwischen den Teilen und dem Ganzen. Ein griechischer Künstler oder Philosoph hätte eine Skulptur symmetrisch genannt, wenn die Teile und das Ganze miteinander harmoniert hätten, wenn eine übergreifende Struktur besteht, eine Einheit des Ganzen und seiner Teile. Diese Einheit kann auch die Selbstähnlichkeit sein, wo alles im Großen wie im Kleinen gleich aussieht. Es kann auch eine ganz andere Art der Entsprechung sein. Hier ist jedenfalls die Idee der Ausgeglichenheit, der Schönheit und der Harmonie das Wesentliche. Im Falle der Mandelbrotmenge schenkt uns die Natur oder die Mathematik oder was auch immer ganz von selbst eine ideale Mischung zwischen der strengen Ordnung, dass sich nämlich dieselben Formen immer und überall wiederholen, und der Variation, dass nämlich diese immer wiederkehrenden Formen sich wandeln, je nachdem, wo man hinschaut. Sowas kann man gar nicht entwerfen oder komponieren. Jedenfalls war bisher niemand genial genug dazu. Das Thema und die Variationen sind einfach zu reichhaltig. Es wird nie langweilig, denn man bekommt immer etwas Neues zu sehen. Andererseits geht man nie in der Fülle der Einzelheiten verloren, weil man überall bereits Vertrautes wiederfindet. Diese Menge ist kein Fraktal im strengen Sinne. Sie ist fast ein Fraktal in dem Sinne, dass sie unzählige andere Fraktale enthält. Aber genau das macht sie noch eindrucksvoller als die anderen. Ihre Strukturen sind noch reichhaltiger, ihre Harmonien noch harmonischer, ihre Überraschungen noch überraschender. Thank you.
Man hat sich daran gewöhnt, dass von einer einfachen Formel auch nur eine einfache Struktur zu erwarten ist. Ein Kreis und eine gerade Linie haben eine einfache Formel und eine einfache Form. Wenn man eine komplizierte Form haben will, dann, so meint man, müsste man auch von einer sehr komplizierten Formel ausgehen. Je komplizierter die Form sei, desto komplizierter müsse die Formel sein. Und niemand wundert sich zu hören, dass hinter einer Form, die Tausende von Einzelheiten enthält, Tausende einzelner Entscheidungen darüber stecken, wie jede Einzelheit zu zeichnen ist. Die erstaunliche Entdeckung, die viele Forscher unabhängig voneinander und auf verschiedenen Gebieten, Chaos und Fraktale, gemacht haben, ist eine dritte Möglichkeit. Man kann extrem einfache Regeln haben, so einfach wie die zum Zeichnen eines Kreises, und doch Strukturen erhalten, die variationsreicher und komplexer sind als alles, was man je zu erforschen wagte. Die frühere Vorstellung, dass Einfaches zu Einfachem führt und Kompliziertes zu Kompliziertem, war falsch. Das ist ein sehr optimistischer Schluss, denn der ursprüngliche Anlass für das Studium chaotischen Verhaltens war der Versuch, einfache Regeln zur Beschreibung unseres Universums zu finden. Die Regeln der Astronomie waren einfach im Vergleich zur Komplexität der Planetenbewegungen. Gewiss war Newtons Gravitationsgesetz sehr einfach im Vergleich zur enorm komplexen Beschreibung des gesamten Sonnensystems und so weiter. Die Anstrengungen gingen immer dahin, einfache Erklärungen für komplizierte Realitäten zu finden. Aber diese Diskrepanz zwischen Einfachheit und Komplexität ist nicht vergleichbar mit dem, was wir hier finden. Das gilt in besonderem Maße für die Mandelbrotmenge. Ihr Bildungsgesetz ist äußerst einfach, aber ihre Gestalt äußerst kompliziert. Auch Lorenz hat sein System so konstruiert, dass es bei sehr einfachen Bewegungsgesetzen ein äußerst komplexes Verhalten zeigt. Wir illustrieren die fortgesetzte Verdopplung, von der Lorenz gesprochen hat, an dem Schicksal einer einfachen Linie, die den Bewegungsgesetzen des Lorenz-Systems ausgesetzt ist. Zwei ihrer Punkte, die anfangs dicht beieinander liegen, geraten an irgendwelche Stellen des Lorenz-Attraktors. Das dazwischenliegende Linienstück wird so stark gedehnt, dass es zerreißen müsste, wenn es aus Gummi wäre. In unserem Film lassen wir es der Übersichtlichkeit halber weg. Andererseits geraten Punkte dicht nebeneinander, die zuvor weit voneinander entfernt waren. Dieses Mischungsverhalten zählt zu den wesentlichen Merkmalen des Chaos. Kleine Abweichungen in den Anfangspositionen haben große Unterschiede im späteren Verlauf zur Folge. Dieses Phänomen findet sich im Pendelexperiment wieder, nämlich an den Grenzen zwischen den Attraktionsgebieten. Es gilt genauso für das Newton-Experiment, zu dem wir jetzt zurückkehren wollen, um eine merkwürdige Verwandtschaft mit der Mandelbrotmenge zu demonstrieren. Auch hier ist es interessant, Parameter zu variieren. Der markierte Punkt hat für dieses Experiment eine besondere Bedeutung. Je nach Wahl der Parameter fällt er in eins der drei Attraktionsgebiete oder auf einen der Grenzpunkte, in denen sich, nach wie vor, alle drei Gebiete treffen. Oder manchmal in ein schwarzes Niemandsland. Wie vorher wählen wir zunächst einen Weg durch das Parametergebiet und zeichnen dann eine Parameterkarte, in die wir an jedem Punkt die Farbe des markierten Punktes der Julia-Menge eintragen. Als 1983 die Mathematiker Jim Curry, Lucy Garnett und Dennis Sullivan berichteten, dass sie in diesem scheinbar so anderen System die Mandelbrotmenge wiedergefunden hatten, war das eine handfeste Überraschung.
Wie bei der vorher gezeigten Bildfolge zur klassischen Mandelbrotmenge läuft auch hier im Bildfenster ein Punkt durch die Parameterlandschaft, während das große Bild die zugehörige Julia-Menge des Newton-Verfahrens zeigt. Die Ähnlichkeiten mit den klassischen Julia-Mengen sind verblüffend. Nur sind diese hier in eine vielfältige, strukturierte Umgebung eingebettet. Durch die grundlegenden Arbeiten von Adrien Douady und John Hubbard weiß man inzwischen, dass die Mandelbrotmenge sehr häufig in ganz vielen Systemen auftritt. Und zwar immer dann, wenn es um die Konkurrenz mehrerer Attraktionspunkte geht und die Konkurrenzsituation von einem Parameter abhängig ist. In diesem Sinne ist die Mandelbrotmenge eine universelle mathematische Konstante, vergleichbar der Zahl Pi, die ja auch in den verschiedensten Zusammenhängen in Erscheinung tritt. Eine Entdeckungsreise ins Reich der Julia-Mengen. Ich glaube, es ist eine großartige Gelegenheit für Mathematiker, um das Bewusstsein von der Schönheit der Mathematik allgemein zu verbreiten und um der Mathematik zu helfen, sich von ihrer Isolation zu befreien, die sowieso nur künstlich war und für relativ kurze Zeit bestand. Dauerhaftigkeit, das Überleben über viele Jahrhunderte, ist ein großartiger Wertmaßstab. Die Art Mathematik, die sich vom Rest isoliert hatte, war eine neuere Entwicklung, die nur eine Generation dauerte und nicht sonderlich erfolgreich war. Dass die fraktale Geometrie uns Gelegenheit gibt, mehr Menschen ein bisschen für Mathematik zu interessieren, manche ein bisschen mehr und andere noch mehr, sodass die Gemeinschaft der Mathematiker neu und viel gestaltiger wird, das ist, glaube ich, eine außerordentliche Gelegenheit. Ich meine, wir sollten diese Chance begrüßen und sie so gut nützen, wie wir können.